Komm, schlag nochmal. Bevor der gewinnt, werde ich Präsident. Und jetzt bumm, 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 bumm. Und der Gegner zu packen, okay. Bums, Bums und Knie, Knie. Jawohl. Zum Boxkampf. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient. Achtung, Wärter im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Mitkommen, Alter. Besuch für dich. Ja, interessiert mich jetzt gerade wenig. Ich muss ja nach Playboys Ausschau halten. Wer wischt eigentlich das Blut weg hier? Worauf wartest du, Skeletta? Wir sind ja noch beschäftigt. Hallo, Gruppenwichs mit anfassen. Also stör hier nicht rum. Willst aber hier scheint nichts zu sein, Besuch, okay. Oder willst du eine Tracht Prügel? Ich schau dir gleich aufs Maul, ey. Kann nicht sein. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank. Schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Noch eine Woche später. Los, los, Skeletta! Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein! Meinst du bestimmt ganz sauber, oder? Zumindest, weil die hat ja den ganzen Tag eh nichts anderes zu tun. Und wie sieht's aus? Das ist echt nicht dreckig. Also, ist mal ein Stück rausgebrochen, aber mein Gott. Ah, gut. Dann folge ich dem Sack mal. Aber ob die wohl Bescheid wissen, was der Leo Galante eigentlich macht? Weil hier der Kollege hat ja gesagt, ja, der hat heute frei, aber im Endeffekt, ne? Man hat ja gesehen, was ich mache. Ich dachte, ich kriege nur einen Schlag. Wo geht's denn jetzt hin? Raus? Nee. Also wer singt denn hier? Oh, seid ihr Waschlappen? Fühlst du etwa alle mit Boxershort? Oh, in der Dusche prügeln? Hey, haltet jetzt die Klappe! Und zwar alle! Nur die Ruhe, ich wollte nur die Stimmbänder ein wenig ölen. Noch einen Scheiß tun und ich mach dir... Moment, ich muss erstmal warten, was ich hier erzähle. Ist ja gut. Mann, ihr seid echte Kulturbanausen. Ach, das war schon, okay. Leg los, hier will ich's blitzsauber haben. Und zwar blitzschnell. Mach die Pissoir sauber. Es ist jetzt ein Minispiel. Boah, okay, so Pissoir sauber machen ohne Handschuhe. So eine Sache, ne? Vor allem, da wo die hinpinkeln, die ganzen Böden müssen ja drumherum total dreckig sein. Die Sauerei beseitigen. Ja, mach das mal hier. Wo hängt's, Mann? Putz weiter, sonst setzt was.
Hör auf zu gucken, Vito. Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Wäre wahrscheinlich sogar richtig geil, wenn ich seine Scheiße hier wegmache. Ich finde es so interessant, wie die Hebel angeordnet sind, ne? Weil hier beim dritten, ich glaube, da ist die Spülung kaputt. Kann das sein? Weil der Hebel ist halt schon unten. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kropfzeug unter die Dusche gehen. Vorwärts. Okay, ist okay. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Ja. Meinetwegen. Haben wir eigentlich eine haarige Brust? Wir sind ja Italiener. Mein Gott, sind wir rasiert. Himmel. So, machen wir uns mal sauber. Hier will uns bestimmt jemand verprügeln gleich. Die gehen gleich alle raus, dann kommt nur einer rein, wie bei American History X. Wieso dauert das so lang? Bewegt eure Ärsche! Hey, Frankie. Wir haben hier noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar. Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Ich finde deine Narben ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Wir können's auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst! Okay. Ich mag's sowieso lieber hart. Komm her! Komm her, du Sau! Was? Ich hab doch eine verpasst, warum interessiert dich das nicht? Du Schwabbelbacke, ey. Bums. Wollt ihr, warum ist der eigentlich auch so absolut ekelhaft? So unästhetisch. Sieht aus wie Gollum, ey. Keine Haare mehr auf dem Schädel. Bums. Oh, 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 oh. Mach ich doch schon. Komm, und... Bums, bums. Jawohl. So muss das. Willst auch noch einen, oder was? Der will tatsächlich noch was aufs Maul, okay? Wenn er unbedingt will. Ah, der hat coole Tattoos wenigstens. Komm her, komm her. Oh, sehr gut. Was? Hey, hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Jetzt krieg ich hier wieder einen auf den Sack, oder was? Ist ja unglaublich. Rein mit dir. Du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung drauf. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihm diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Hals- und Beinbruch. Ich stehe hier, Schmiere. Wenn Wärter kommt, gebe ich laut. Okay. Dann los, zeig's ihm. Hey, O'Neill.
Ich habe ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Komm her, Tussi! Von wegen? Okay, hey, du Arsch, Scheiße. Ich bin auf den First Hit gelandet. Der Sack. Diesmal sind keine Wärter da. Okay. Ganz nett, na, vom Jus können wir uns jetzt totprügeln, also mir ist das egal. Meine Ma hat mich schlimmer verletzt. Mehr hast du nicht drauf. Ah, ich will auch mal so wieder eine Kombo landen, weil ich glaube, die Konterschläge sind zwar schön und gut, um den schön bei Laune zu halten, aber die sind nicht so stark. So, geht doch. Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süße. Okay, weiter geht's. So. Wahrscheinlich ist das der Endgegner jetzt hier. Bom. Ein starken Schlag, das wollte ich sagen. Halt deine Fresse! Es wurde alles geregelt. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Leo kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein. Wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Ein Mann muss seine italienische Abstammung nachweisen können, um Mitglied der amerikanischen Mafia zu werden. Nicht-Italiener arbeiten oft mit der Mafia zusammen, können aber der Gesellschaft selbst nie beitreten. Aha, okay. Also kein Mitglied der Familie werden. Der Bläh war zu kurz. Ich konnte es nicht mehr lesen. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Empire Bay, 10. April 51. Okay. 6 Jahre später. Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt.
Okay, neue Zeit, neue Autos, alles mögliche neu. Ja, was ich aber sehr geil fand jetzt an dieser ganzen Stelle war, das war auf jeden Fall mal was komplett anderes. Wirklich komplett von der Außenwelt auch isoliert. Man sieht, hier hat sich einiges getan. Also allein schon gesellschaftlich. Guck ich die Mädels an, ich kann doch deren Knöchel sehen. Ja, finde ich sehr cool. War zwar jetzt ein bisschen eintönig mit der Boxerei, aber es bestand halt wirklich 70% Sequenz und 30% hier und da mal ein bisschen Boxerei. Aber sehr cool und ich glaube auch nicht so unwichtig für die Story, weil jetzt haben wir einiges über das Mafia-Geschehen hier in der Stadt erfahren. Und wir haben sogar gemerkt, auch wenn der Wärter erstmal wie ein Arschloch wirkte, sieht es so aus, als wäre er jetzt, zumindest hätte der doch menschliche Züge, so kann man es glaube ich nennen. Weil er hat immerhin das Licht angelassen und war auch ganz nett und hat gesagt, ey, hör mal, guck mal, lies jetzt mal lieber durch, das könnte wichtig sein. Und nicht so, deine Mutter ist tot. Bist du schon der, dich, was bist du denn für einer? Okay, das sieht doch schon auch volle Kanne wie ein Mafiosi aus, oder? Wie so ein Handlanger. So der Mann fürs Dreckige. Ach, wir müssen noch eine höher. Hallo, ich war 6 Jahre nicht mehr zu Hause. Ach so. Okay. Was? Was? Bitte? Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Willst du nicht mit mir reden? Okay. Gehen wir mal Joe besuchen, der freut sich bestimmt total. Oder hier die Mädels, ne? Auch total, hier mit Schultern. Soll ich den verprügeln für dich, Frau? Ja, dann nicht.